Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist, hier bei Oma mal ehrlich Barbecue. Heute machen wir ein ganz einfaches und ganz simples, aber umso leckereres Gericht. Leckereres. Wir machen heute Grillhaxe und wir machen heute Kartoffelspalten-Pommes mit Käsesoße, bisschen Chili-Pulver oben drüber. Ja, das wird bestimmt schmecken. Gemacht habe ich es noch nicht in der Kombination, aber wir werden sehen, ob es schmeckt. Wenn ihr gespannt drauf seid, dann bleibt dran. Ja, wie ich schon gesagt habe, ist das heute ein sehr, sehr simples Projekt. Wir brauchen eine Haxe, drei Kartoffeln. Hier haben wir noch die Chili-Flocken, die wir später mit diesem, ja, wie heißen das überhaupt, Creme-Käse, Tubenkäse, wie auch immer, vermengen. Dann haben wir hier noch selbstgemachtes Pommes-Salz und eine selbstgemachte Würzmischung für die Haxe, bevor wir sie auf den Grill schmeißen. Ja, das wäre es eigentlich schon soweit. Was ihr noch benötigt, wäre natürlich ein Grill, ein Messer und eine Friteuse. Fangen wir an, unsere Kartoffelspalten zu machen. Dafür nehmen wir uns die erste Kartoffel und schneiden sie uns in so kleine Streifen, so fast 1 cm dick. Wenn es mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ist, ist es vollkommen egal. Jetzt haben wir hier so ein paar Scheiben, jetzt legen wir uns die so hin und schneiden nochmal von oben dreimal lang. Ich lasse auch die Schale dran, weil ich mag es persönlich mit Schale. Ja, wenn ihr dann hier solche Stifte habt, ist das eigentlich perfekt. Das machen wir jetzt mit den restlichen Kartoffelstücken auch und dann gehen sie eigentlich schon in die Friteuse. Kommen wir nun zum Vorbereiten der Schwarte, der gesamten Haxe. Wir lassen die Schwarte natürlich dran, weil das wird ja das Beste sein. Und jetzt nehmen wir uns ein Messer, Hauptsache es ist scharf, und schneiden oben die Schwarte etwas ein. Aber nur etwas, nicht bis ins Fleisch schneiden, sondern wirklich nur ein klein wenig anritzen. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal so rum, dass wir so kleine Rauten oder Quadrate kriegen, wie ihr das möchtet. Ja. Also wirklich vorsichtig durch. So, das war's eigentlich schon. Als nächstes nehmen wir uns jetzt unser Gewürz. Welches ihr dann nehmt, ist völlig egal. Ich habe hier jetzt mein selbstgemachtes. Da ist eine Menge geräucherte Paprika drin und all sowas. Also, wie gesagt, ihr könnt es würzen, wie ihr wollt. Ja, und wenn ihr nur Salz nehmt oder Salz und Pfeffer, ja, Hauptsache es schmeckt euch. So, wir kloppen da jetzt auf jeden Fall gut was drauf. Wenn das so aussieht, ist das schon gut und fertig quasi. Dann können wir das jetzt auf den Grill kloppen. Wir legen es heute in den Gasgrill, in direkte Zone, bei ca. 180 Grad. Ja, genau, bei ca. 180 Grad werden wir versuchen, das zu halten. Und wir brauchen für die Haxe eine Kerntemperatur von ca. 80 Grad, dann ist sie durch. Ja, ich würde sagen, ich schmeiß den Grill an und dann geht's los. Ja, also der Grill ist jetzt aufgeheizt. Nun werden wir das Stück drauflegen. Wie gesagt, indirekte Zone, linker Brenner an, rechter Brenner an, Mitte aus. Nun nehmen wir uns unsere Haxe, zentrieren die schön mittig. Ja, und jetzt werden wir ab und zu mal ein bisschen gucken und sie immer mal wieder wenden. Aber zum Ergebnis hole ich euch auf jeden Fall wieder ran.
Das Fett in der Fritteuse ist jetzt heiß. Jetzt werden wir unsere Kartoffelspalten oder Pommes einmal reinschmeißen. Deckel drauf. Und jetzt ist es, also jetzt kann ich gar nicht sagen, wie viel Zeit es benötigen wird. Ich mache das immer so nach Auge und Gefühl. Ja, mal gucken, wie viel es im Endeffekt wird. Bin gespannt. Tja, und wie es dann ab und zu beim Grillen so kommt, ja, kommt die nächste Idee. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich bepinsel meine Haxe jetzt sogar noch mit Barbecue-Soße und glasiere sie. Das mache ich jetzt erstmal nur von quasi oben und die Seiten. Und die andere Seite mache ich einfach, wenn ich die Haxe das nächste Mal drehe. Ob es schmeckt? Keine Ahnung. Werden wir rausfinden. Aber warum soll es nicht schmecken? Ne? Ich meine, es ist Barbecue-Soße, die schmeckt sowieso immer. Ich freue mich schon. Unsere Pommes sind jetzt fertig. Das Ganze hat jetzt, ja, gut 16, 17 Minuten gebraucht. Lassen wir sie erstmal oben hängen. Fritteuse schalten wir aus. So, jetzt lassen wir sie erst ein bisschen abtropfen und dann wandern sie gleich auf den Teller. Zusammen mit der Haxe, die ist nämlich jetzt auch fertig. Das passt wie Arsch auf Eimer. Ja, und sobald ich das auf dem Teller habe, kommen wir zur Präsentation und dann, ja, schauen wir mal, ob es auch alles schmeckt. So, da sind wir dann jetzt auch schon beim Probieren. Fangen wir mit den Pommes an. Das hier ist unsere Käsesoße. Die Pommes und die Soße sind schon mal perfekt. Kommen wir jetzt mal zur Haxe. Ist mir schon ein bisschen Schwarte auseinandergefallen. Geil gewürzt. Super gut im Geschmack. Oben leicht kross. Darunter das Fett. Perfekt. Aber wir schneiden uns jetzt noch ein Stück Fleisch ab. Ja. Im Prinzip können wir daraus jetzt Pulled Pork machen, weil das hier ist, das ist sowas von butterzart. Naja, guten Appetit. Heiß. Oh, Mama, herrlich. Das ist sowas von perfekt geworden. Überrascht mich selbst. Auch das mit der Barbecue-Soße jetzt zum Schluss. Tipptopp. Also, ich will jetzt nicht mehr lange schnacken. Ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt was Nettes in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da. Am besten noch ein Abo. Ja, würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.